war dies nicht schlecht. Welchen Beruf hättest du gerne ausgeübt, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Also mein Traum war immer, Fußballer zu werden, auch damit Geld zu verdienen. Und vor allem, ich habe die ganze Jugend damit verbracht, eigentlich vor dem damals noch Gottlieb-Daimler-Stadion zu trainieren. Man hat immer trainiert und hat dann das Robert-Schlien-Stadion vor Augen und dann im Horizont dann das Gottlieb-Daimler-Stadion. Das war halt immer irgendwie der Antrieb und die Motivation, da dann auflaufen zu dürfen, was dann auch geklappt hat. So im Hinterkopf war dann doch irgendwo immer der Drang auch danach, sich mit dem Körper zu beschäftigen und mit Gesundheit und auf sich zu achten. Und irgendwo in meinem Freundeskreis hat sich jeder in die Richtung dann auch Richtung Physiotherapie, dann auch das Studium Medizin in die Richtung dann entwickelt. Und das war eigentlich auch so etwas, was ich im Hinterkopf hatte, dann eventuell Physiotherapie oder dann Richtung Medizin. Und das Interesse ist ja nicht kleiner geworden. Jetzt sind wir so lange dabei im Profigeschäft und eigentlich alles, was man isst, wie man sich verhält, im Schlaf, mit allem drum und dran, ist ja irgendwo dann doch auch runtergebrochen auf den Körper, auf die Prozesse, die damit in Verbindung stehen. Und irgendwie hat man dann doch das Hobby zum Beruf gemacht. Und Arzt kannst du ja noch? Kann ich noch werden, ja, genau. Ist ja nochmal lustig. Kinderarzt. Jeden Tag gibt es ja was zu tun mit den Kindern. Wo verbringst du am liebsten deine Freizeit? Allgemein, als auch hier im Grenzgebiet? Ja, man muss natürlich jetzt nur die letzten anderthalb, zwei Jahre sich ein bisschen zurückdenkt, war immer viel Vorsicht an allen Ecken und Enden. In meiner Zeit in Hamburg auch viele verschiedene Freizeitaktivitäten gemacht, mal mit Kumpels Tennis gespielt, mal Kart gefahren, auch im Café ausgetauscht, Freunde getroffen. Einfach viel gemacht und dann in Mitte 20 die Jahre so mitgenommen, in leckeren Restaurants und so weiter. In den letzten anderthalb, zwei Jahren ja, war da natürlich Vorsicht geboten und ich glaube, ich habe immer noch einen gewissen Respekt vor der Situation und würde mich jetzt ungern auf große, dicht gedrängte Konzerte hinbewegen, was ich vorher auch sehr, sehr gerne gemacht habe. Auch Sport gucken, wenn's passt. Mhm. Anderen Sportarten, live vor Ort, die Atmosphäre in den Hallen, egal ob Handball oder Eishockey. Und zuletzt ja in Aachen war ich dann viel spazieren am Laurenzberg oben hochgelaufen, weil es auch unweit meiner Wohnung ist. Oder auch, wie du sagtest, in der Grenzregion das ein oder andere Waldgebiet mal zu Fuß erkundet. Mein Fahrrad habe ich jetzt noch nicht hier. Das wäre sonst auch noch eine Idee, mal hier mit dem Bike die Wege zu fahren. Und das ist im Moment so das, womit ich meine Zeit dann verbringe. Und ja, jetzt mittlerweile dann auch mit der Kleinen, ein paar Tage alt, da wird meine Freizeit dann auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wie es bei dir sowieso schon seit Jahren ist. Und freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Kannst du auch. So, an die eine habe ich noch. Welche Vorteile hat die KAS Eupen? Im Vergleich zu anderen Clubs sage ich sehr, sehr gerne, hier ist der Fokus noch mehr auf den Fußball gerichtet. Ich war jetzt in vielen, nicht vielen Stationen, aber doch in anderen größeren Traditionsclubs auch, wo einfach der Fokus auch sehr stark wegkommt vom Fußball. Man hat einfach viele Sachen, die einen da auch noch beschäftigen mit viel Medieninteresse, mit einer sehr, sehr großen Fangemeinde. Die gibt es hier auch, aber nicht in dem Ausmaß. Und an sich, die Belgische Liga ist eigentlich noch mehr fokussiert auf das, was auf dem Platz passiert. Und das ist, finde ich, in meiner Karriere, wo ich jetzt bin, in meinem Alter, wo ich bin, auch genau das Richtige, wieder mehr Fokus auf das, was auf was ankommt, auf den rohen Fußball, sage ich immer. Und deshalb genieße ich das auch so total. Auch, ich denke, nicht so schlecht für einige Jungs. Ja, auch zu reifen. In jungen Jahren darauf zu... Und man sieht ja auch, dass sehr viele Jungs aus Deutschland jetzt hierher den Weg finden, um auch zu reifen. Ja. Ja. Finde ich, ist ein guter Schritt hier nach Belgien. Ich hatte auch Belgien nicht wirklich auf dem Schirm die Jahre davor, wenn man halt so Bundesliga fokussiert ist. Aber ich muss sagen, hast du ja jetzt auch erleben dürfen, eine sehr, sehr wettbewerbsfähige Liga und die auch sehr gut gescoutet ist. Also man braucht immer ein gutes Jahr und dann ist man wieder im Schaufenster. Oder dann zum Ende der Karriere, dann, wie es jetzt bei uns dann halt ist, im Spätherbst, dann die Jungs halt auch anzuführen und das macht so reizvoll. Ja, du spielst noch bis 45. Danke.